Die Universität Oklahoma hat in einer großen Studie herausgefunden, dass in einer Atmosphäre, wo Humor erlaubt, gefördert oder sogar gefordert wird, 10-mal so viele kreative, produktive Ideen entstehen wie in einem spaßbefreiten Umfeld. Ein paar Beispiele, wo Humor wirkt oder was Humor bewirken kann. Bessere Stimmung. Humorvolle Menschen werden signifikant 7 Jahre gesünder älter. Wer von Ihnen ist freiwillig hier? Okay, wer wurde gezwungen? Tut mir leid. Dann müssen Sie jetzt durch. Meine Damen, meine Herren, ich freue mich, wenn ich Sie die nächsten 7, 8 Stunden hier, und ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nur wie 20 Minuten vorkommen, mit Humor anstecken möchte. Ja, ein bisschen eigenartig, dass ein Arzt jemand anstecken möchte. Ja, ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Magen, Darm, Leber. Sie kommen alle mal zu mir. Ich bin auch Proktologe. Da gewinnt der Begriff des After-Work-Clubbings ganz neue Dimensionen. Aber keine Sorge, es wird nicht um Koloskopien und Gastroskopien gehen, sondern die schönste Form der Medizin, Freude, Leichtigkeit, Begeisterung. Und der Vortrag von meinem geschätzten Kollegen vorher hat mich total inspiriert und das Medizin habe ich nachgedacht. Ja, es stimmt. Wir Mediziner wissen, im Gegensatz zu dem Gehirn meldet sich der Magen, wenn er leer ist. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einmal zeigen, was große, kleine Unternehmer machen, um Humor in ihre Firmenphilosophie zu implementieren, aber auch, was Sie tagtäglich wieder machen können, damit es uns im Leben und überhaupt ein bisschen besser geht. Ich habe Sie ein bisschen beobachtet, wie Sie zum Buffet gestürmt sind, wie Sie rauchen waren. Und vor allem, kennen Sie sich eigentlich alle untereinander? Sie sitzen jetzt 3 Stunden so nebeneinander und kennen Sie vielleicht gar nicht. Also ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Sie sich jetzt wirklich ganz, ganz sensationell gut kennenlernen. Drehen Sie sich kurz mal zum linken Nachbarn und fragen Sie ihn oder sie, wie geht es Ihnen heute Abend? Sehr gut. Und jetzt drehen Sie sich einmal zum rechten Nachbarn, zur rechten Nachbarin und sagen ihm oder ihr, das geht überhaupt nichts an. So lernt man sich ein bisschen kennen, tauscht sich ein bisschen aus. Ja, meine Damen und Herren, warum ist Humor in meinem Leben so wichtig geworden? Den Grund, den sehen Sie hier, die Klinik-Clowns. Ich habe die große Freude gehabt, vor mittlerweile fast 27 Jahren dieses Projekt in Österreich und damit in Europa mitzubegründen. Die Idee kommt aus Amerika und mit einem kleinen, feinen Team haben wir diese Idee nach Österreich gebracht. Damals ins AKH, ins größte Krankenhaus Europas. Ich kann mich noch genau erinnern, wir sind da gestanden vom Klinikleiter zuständig für 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben gesagt, Herr Direktor, wir haben eine Idee. Clowns im Krankenhaus. Und genauso wie Sie schauen, hat er geschaut und hat gesagt, Kollege, wir haben bereits Clowns im Krankenhaus. Die heißen bei uns Chefärzte. Und dann hat er etwas ernst hinzugefügt, schauen Sie, ein Clown schmutzt, ein Clown stört den Betrieb, ein Clown kennt Hygienevorschriften nicht. Da habe ich gesagt, ja, Sie haben vollkommen recht. Wir wollen es trotzdem versuchen. Und wir durften es. In einer Pilotphase von 3 Monaten auf der Kinderdialyse und auf der Kinderonkologie. Und das gleiche Ergebnis, das wir in Amerika gesehen haben, hat es auch in Österreich passiert. Kinder haben Therapien wieder angenommen, die Kommunikation wurde verbessert und dort, wo Leid, Schmerz und Tod residiert hat, war auf einmal wieder Zuversicht, Leichtigkeit und manchmal auch ein Lachen. Wir waren zu zweit. Mittlerweile haben wir in Österreich an die 140 Clowns und in Europa an die 4000. Und dann habe ich überlegt, Dankeschön. Dann habe ich überlegt, warum müssen wir es alle krank werden, um diesen Humor zu genießen? Warum nicht in der Zeit, wo wir 78% unseres Lebens verbringen? In der Schule, in der Ausbildung, im Job. 78%. Den Rest schlafen wir. Also wenn Sie in einem deutschen oder österreichischen Amt tätig sind, könnte ich das ein bisschen verschieben. Und deswegen nehme ich es jetzt mit in mein Reich und sage, Sie werden lachen. Es ist ernst. Meine Damen und Herren, wenn man so Vorträge hält, dann stellt sich für mich immer die Frage, welche Menschen sitzen im Publikum? Gibt es ganz interessante Studien dazu. Interessanterweise so 3 Arten von so Teilnehmern wie heute Abend. Die erste Gruppe sind die sogenannten Streber. Die sitzen auf den Sesselkanten ganz weit vorne und haben immer was zu sagen, egal ob sie gefragt werden oder nicht. Sitzen auch meist in den vordersten Reihen. Die zweite Gruppe sind die Gefangenen. Das sind die, die hat irgendein Chef geschickt. Hör dir das an, das ist wichtig für uns. Und die dritte Gruppe sind immer die Liebsten. Das sind die Urlauberinnen und die Urlauber. Das sind die. Die nehmen oft die Sonnenbrillen gar nicht ab und denken sich, der wird zum Quatschen aufhören. Jetzt schauen Sie mal nach links und nach rechts, wer sitzt neben Ihnen? Und ich verspreche Ihnen, ab jetzt können Sie nicht mehr normal sitzen.
Und dann, meine Damen und Herren, und dann ist immer das Gleiche, da stehen Menschen auf der Bühne, die haben Ideen, die haben Gedanken, die sie mit ihnen teilen wollen, und trotzdem behandeln wir sie hier auf der Bühne ein bisschen von oben herab. Sie sitzen, wir stehen. Deswegen freut es mich, wenn jener Augenblick kommt, wo der Mensch, der auf der Bühne steht, das Mikrofon in die Hand nimmt und beginnt, ins Publikum zu gehen. Und in diesem Augenblick fangen die Menschen in den ersten Reihen zu schwitzen an. Und denken sich, warum habe ich mich bloß in die erste Reihe gesetzt? Der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz, ich weiß das, ich bin Arzt. Und dieses physiologische Dysgleichgewicht, das ändert sich meistens hier und jetzt. Jetzt fangen die hier zu schwitzen an. Und die, die sich ganz nach hinten hingesetzt haben, glauben, zu mir kommt er nie. Doch, er kommt. Nein, er ist schon da. Jetzt eine Frage, was machen Sie beruflich? Überlegen Sie, ist kein Problem. Was machen Sie beruflich? Betrieb? Was machen Sie beruflich, mein Herr? Ich arbeite als Coach. Sie arbeiten als Coach? Außendienst. Merken Sie, wie Kommunikation funktioniert? Ja. Ich habe Ihnen noch gar keine Frage gestellt. Und bekomme schon eine Antwort. Dabei wollte ich gerade von Ihnen wissen, ob Sie ein Meerschweinchen zu Hause haben. Da wäre die Antwort Außendienst originell, aber falsch gewesen. Das Erste, was ich ein bisschen mitgeben möchte, ist, weniger ist mehr. Unsere Festplatte ist voll und ich glaube, ein bisschen weniger und dafür mit ein bisschen mehr Charme und Leichtigkeit. Und das Zweite, ich habe einen kleinen Test für Sie vorbereitet. Heben Sie bitte mal alle die rechte Hand. Okay? Wenn ich jetzt sage, senken wir alle blitzschnell die Hand. Jetzt. Das Zweite, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist zuhören. Nicht immer das machen, was ich schon immer gemacht habe. Es wird schon einen Grund haben, warum uns irgendwer mal evolutionsbiologisch einen Mund, aber zwei Ohren geschenkt hat. Meine Damen und Herren, Humor. Interessanterweise, es gibt ein paar nette Studien zu dem Thema Humor. Zum Beispiel eine Umfrage beim Magazin Fortune hat die 200, 300, 400, 500 wichtigsten Unternehmer gefragt, nach welchen Kriterien stellt ihr Menschen ein? Ergebnis sehen Sie hier. Nummer 1, Produkt und Fachkenntnis ist gefragt. Know-how auf Platz 2, engagiert wirtschaftliches Denken. Und bereits auf Platz 3, Sinn für Humor. Die Universität Oklahoma hat in einer großen Studie herausgefunden, dass in einer Atmosphäre, wo Humor erlaubt, gefördert oder sogar gefordert wird, 10-mal so viele kreative, produktive Ideen entstehen wie in einem spaßbefreiten Umfeld. Ein paar Beispiele, wo Humor wirkt oder was Humor bewirken kann. Bessere Stimmung. Gute Stimmung bedeutet gute Leistung. Gesunde Mitarbeiter. Die Stimmung wird in Kommunikation umgewandelt. Und für mich, das Letzte ist für mich als Mediziner, ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, ich bin Arzt. Das Wichtigste, humorvolle Menschen werden signifikant 7 Jahre gesünder älter. Wer von Ihnen möchte gerne älter werden? Wer sagt, reicht schon? Also es gibt Potenzial. Ein paar Beispiele, wo Sie Humor einsetzen können. In der täglichen Kommunikation mit Kunden, Kollegen, Partnern, dieses Miteinanderlachen fördert das Vertrauen. Miteinander, nicht übereinander. Oder wenn Sie etwas verkaufen, aber nicht nur Produkte, sondern auch vielleicht Visionen, Veränderungsprozesse. Wer sich wohlfühlt, kauft viel eher. Denken Sie an den letzten Urlaub, wie Sie sich wohlgefühlt haben, was Sie alles eingekauft haben. Silberne Pyjamas mit kleinen blauen Delfinen, Sombreros, 3 Nummern so groß, wir wachsen ja rein. Aber das Produkt passt, wow. Und last but not least, wenn Sie etwas zu sagen haben, wenn Sie Vorträge halten, Präsentationen halten, wenn man lacht, merkt man sich Dinge viel eher und die gehen über das Herz in den Kopf. Das ist die Realität. Aber wie bringt man jetzt Humor in die Wirtschaft, wenn Sie wenig Budget haben? Es geht ganz einfach, Sie brauchen nur 2 Gummibänder und 2 Büroklammern. Daraus basteln sich ein Konstrukt und ich zeige Ihnen einen Mitarbeiter meiner Agentur. Und ich verspreche Ihnen, nach 2 Sekunden lächelt er freiwillig. Aber ich nehme Sie mal mit in die große, weite Welt der Wirtschaft. All die Beispiele, die ich Ihnen jetzt so im Schnelldurchlauf zeige, die sind nicht nur lustig, amüsant, sondern sie haben immer einen Zweck erfüllt. Also Humor als Geschmacksträger des Erfolges. Entweder wurden Produkte verbessert oder Mitarbeiter lukriert oder Probleme gelöst. Das erste Beispiel, Southwest Airlines, die Fluglinie aus den Vereinigten Staaten, die hat bereits Mitte der 80er begonnen, ihr Personal ganz anders zu schulen. Die sagen also nicht, schnall dich an, sondern die sagen, stell den Sitz in die ungemütlichste Position, wie es irgendwie geht. Die Piloten singen die Positionsangabe. Gehen Sie mal auf YouTube, geben Sie ein Southwest Airlines, Sie finden dort rappende Stewards, Toilettpapierrollen, die von der Business Class in die Economy gezogen werden. Jetzt werden Sie sagen, gut, Amerika,
Wenn sie sagen, gut, den Menschen, denen es nicht gefällt, die haben Pech gehabt, die können nicht aussteigen. Warum zeige ich es ihnen? Die haben signifikant 15% mehr Flugbuchungen bekommen. Das ist verdammt viel Geld. Und warum? Weil sie mutig waren, in einem bestehenden System etwas anderes zu machen. Das ist aber nicht nur die Idee von einer verrückten Flugbegleiterin oder einem verrückten Piloten. Alle haben gleich einen Strang gezogen. Warum ist das so wichtig? Ich fliege im Jahr ca. 150 Mal zu Vorträgen. Und das ist gar nicht so lange her, gehe ich wieder ins Flugzeug und Sie wissen ja, nach so 30, 40 Minuten, wenn das Flugzeug fliegt, geht eine mehr oder minder sympathische Flugbegleiterin durch, bleibt bei einem stehen und stellt diese immer wieder extrem originelle Frage. Wollen Sie einen Apfel oder das Knabbergebäck? Aber diesmal auf dem Flug von Wien nach Frankfurt was anders. Die junge Dame blieb bei mir stehen, hat mich gefragt, wollen Sie den Apfel oder das Knabbergebäck, Herr Dr. Schiliger? Ich denke mir, hey, cool, die kennt mich. Und die kam zurück, ich habe sie gestoppt und gesagt, das muss ich ein Kompliment machen. Also ich finde es total toll, dass Sie mich dann mit Namen ansprechen. Sagt sie, ja, ja, das müssen wir jetzt. Gute Idee, nicht zu Ende gedacht. Nächstes Beispiel, British Airways. Fluglinien dürften sehr kreativ sein. Die haben bereits 1995 einen sogenannten Corporate Hofner eingestellt. Der heißt wirklich so Mittelding zwischen Führungskraft und Betriebsrat. Was hat er gemacht? Finde ich clevere Idee. Die Probleme der Belegschaft genommen, ihnen die negativen Spitzen entzogen und sie pointiert und voll inhaltlich in die Führungsebene transportiert. Ergebnis war raschere Lösungen für beide Seiten. Es braucht aber nicht immer nur ein Unternehmen. Kennt irgendwer von Ihnen das königlich dramatische Theater von Stockholm? Wunderschöne Theater, eines der wenigen Theater in Europa, die ohne Subventionen auskommen. Allerdings, das Problem ist, die Damen der feinen Gesellschaft sponsern ja dieses Theater und die tragen ebenso gern diese großen Hüte wie die Engländerinnen, Escort, Pferderennen, kennen Sie bestimmt. Problem ist nur, sie nehmen sie leider im Theater auch nicht ab. Problem ist, die Besucherzahlen sind nach unten gerauscht. Jetzt hat man alles Mögliche versucht, schließlich sensibel, Sponsoren und hat ein Schild im Theater aufgehängt mit folgendem Text, das Tragen von Hüten ist untersagt. Wie viel Prozent, glauben Sie, von den feinen Damen der schwedischen Gesellschaft haben dieser sympathischen Aufforderung Folge geleistet? Niemand. Sie haben vollkommen recht, Besucherzahlen sind weiter in den Keller gerauscht. Zufälligerweise war ein deutscher Theaterwissenschaftsstudent während der Zeit im Theater bei einem Praktikum, der kam eines Morgens zur Morgenbesprechung und hat gesagt, ich hätte eine Idee, das Problem zu lösen, mit einem kitzekleinen Zusatz. Und diese Idee wurde verwirklicht. Und seit dieser Zeit hängt im königlich dramatischen Theater von Stockholm ein riesengroßes Schild, natürlich auf Schwedisch mit dem Satz, das Tragen von Hüten ist untersagt und dem kitzekleinen Zusatz, ausgenommen ältere und gebrechliche Damen. Problem war gelöst für ein Schild für 4,50 Euro. Aber keine Sorgen, meine Damen, jetzt bekommen die Herren ein bisschen ihr Fett weg. Car Clear in Virginia, eine Drive-In-Werkstätte, gibt es mittlerweile auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Sie kennen das vielleicht, Sie fahren mit dem Auto hin, das Auto wird repariert, Sie fahren wieder nach Hause. Glasbruch zum Beispiel. Meistens sind ja wie Männer, die den neuesten BMW-Motor, Audi-Motor perfekt auswendig kennen, die geben den Mechanikern gern Tipps. Wir sagen zum Beispiel, dieses Quietschen hier könnte die Einspritzdüsenpumpe sein und der Mechaniker sagt, Ihr Auto hat keine Einspritzdüsenpumpe und wir sagen, schauen Sie bitte trotzdem nach. Dort ist es eskaliert, die haben keine Zeiten mehr eingehalten, Stimmung war im Keller. Und auch hier spielt ein Schild bei der Problemlösung eine große Rolle. Die haben ein großes Schild bei der Einfahrt montiert mit folgendem Text. Ganz groß, es wurde nicht übersehen, Autoreparatur 40 Dollar die Stunde. Wenn Sie warten, 45 Dollar die Stunde. Wenn Sie zuschauen, 60 Dollar die Stunde. Und wenn Sie mithelfen, 75 Dollar die Stunde. Problem war gelöst für ein Schild für 4,50 Euro. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht sehr lustig. Es gibt alle 3-4 Jahren große Meta-Analysen, Studien, die übereinander gelegt werden, nach welchen Kriterien Wissenschaftler, Arbeitsmediziner, Psychologen forschen, nach welchen Problemen oder vielleicht besonderen Highlights in Unternehmen. Ja, wo ist das Problem oder wo liegen die schönen Dinge? Und ich hoffe, die Daten, die heuer kommen, sind besser, weil das ist schon ziemlich bedrückend. Es beschäftigen sich nämlich 12.000 Wissenschaftler mit dem Thema Ärger und nur 1.300 mit dem Thema Genuss. Fast 90.000 müssen sich mit Sorge in Unternehmen durch alle Hierarchien beschäftigen und nur 7.000 mit der Lebenszufriedenheit. Fast 100.000 haben Depression, Frustration, Burnout als Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit und nur knapp 7.800 Lebenselixier Nummer 1, die Freude. Und das Schlimmste steht ganz zu unterst. 25.000 Wissenschaftler müssen sich mit Angst herumschlagen und nur 900 mit dem Mut. Und der Zeit braucht mutige Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, also links. Ich weiß das, ich bin Arzt.
Das britische Sportmedizinische Institut hat herausgefunden, was unser Leben verlängert und was unser Leben verkürzt. Und ich möchte Ihnen jetzt alle 180 Folien zeigen. Auf eine zusammengefasst. Zum Beispiel eine Stunde vor dem Computer oder vor dem Fernsehgerät kostet Sie 22 Minuten Lebenszeit. Eine Stunde im Auto, 20 Minuten minus auf unserer Lebensuhr. Eine Zigarette kostet uns 11 Minuten. Ein Flug zum Beispiel Hamburg-München, 4 Minuten minus auf unserer Lebensuhr und ein Oberkörperröntgen, 2 Minuten. Aber es geht Gott sei Dank auch in die andere Richtung. Eine Minute Lachen sind 20 Minuten Lebenszeit on top. Und eine Stunde Sport sogar 120 Minuten. Was glauben Sie, wie alt Sie werden, wenn Sie am Ergometer sitzen und nur lachen? Das Schöne an dieser Studie ist genau das. Eine Minute Lachen sind 20 Minuten Lebenszeit. Und wenn Sie diese eine Minute mit jemand lachen, dann schenken Sie dem 20 Minuten Lebenszeit. Und das finde ich eigentlich nicht schön. Ich glaube, von wem wir was lernen können, sind die ganz Kleinen, die Zwerge. Wer von Ihnen hat denn Kinder? Okay, wer glaubt, dass er Kinder hat? Wer kennt Kinder? Wer war einmal eins? Ich hoffe, jeder weiß es einmal oder kann sich daran erinnern. Ich hoffe, es hat sich rumgesprochen, Kinder lachen 300-400 Mal öfters wie wir. Irgendwann gar nicht mehr. Und ich glaube, Kinder leben nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, die leben jetzt. Wer hat denn kleine Kinder zu Hause? Babys. Wann lacht denn so ein Baby zum ersten Mal gezielt und bewusst? So zweites, drittes Lebensmonat. Was macht ein Baby, wenn es auf die Welt kommt? Es schreit. Schreit, wenn es Hunger hat, es schreit, wenn es in die Hose gemacht hat, es schreit, es schreit, es schreit. Und irgendwann im zweiten, dritten Lebensmonat kommt dieser kleine Erdenbürger drauf, dass dieses Schreien mitunter so anstrengend ist, dass es nicht mehr will und einschläft. Also beschließt es aus rein marketingtechnischen Gründen, die Taktik zu ändern und fängt zu grinsen an. Und wer von Ihnen kann jetzt, wenn so ein süßes Wesen im Kinderwagen drinnen liegt, dieses süße Wesen nehmen, hochhalten und sagen, grinst nicht so blöd. Nein, es funktioniert in der Sekunde. Was machen wir, wenn ein Kind im Kinderwagen, wir machen Gucci, 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 Gucci. Übrigens, Fehler, wenn ein Mädchen drinnen ist, machen Sie das nicht. Das sind jene Mädchen, die kaufen sich später lauter teure italienische Handtaschen. Aber gehen Sie mal, Kinder lachen und wir lachen mit Ihnen. Wenn so ein kleiner Zwerg im Kinderwagen liegt, wenn so ein Leben entsteht, wenn so eine Eizelle auf eine Samenzelle trifft, also eine Samenzelle auf eine Eizelle. Und nach 9 Monaten entsteht ein selbstständig denkender, sensibler, emotionaler Mensch. Oder es wird ein Junge. Und dann liegt dieser süße Zwerg im Kinderwagen und umarmen sich die Erzeuger, die sich die nächsten 18 Jahre nur noch mit Mama, Papa ansprechen werden und blicken hinein und sagen, Schatz, bist du nicht auch der Meinung, das ist das Schönste, das allerschönste Baby der ganzen Welt. Wenn das stimmt, dann frage ich Sie, wo kommen die vielen hässlichen Erwachsenen her? Und auf einmal ist diese kleine süße Maus, wir nennen sie mal Susi, 6 Jahre alt, hat ein wunderschönes weißes Kleidchen bekommen, erster Schultag. Und kommt aus der Schule raus mit einer riesengroßen Schultüte, die grinst über das ganze Gesicht. Und vor der Schule sind sie alle da. Mama, Papa, Onkel, Opa. Und die Kleine strahlt alle an mit dem entzückendsten Lächeln einer 6-Jährigen. Und dann sagen alle Erwachsenen wie aus einem Mund diesen legendären Satz. So Susi, ab heute beginnt der Ernst des Lebens. Sie können sich daran erinnern? Wie krank ist das? Einem jungen Menschen sagen, heute beginnt der Ernst des Lebens. Ich werde dann sagen, wann der Ernst des Lebens beginnt. Der beginnt dann, wenn Sie 87 sind, auf der Intensivstation liegen und Ihr Bett wird gebraucht. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Und deswegen, meine Damen, meine Herren, lachen Sie so viel Sie können, lachen Sie so viel Sie können über sich selbst, dann müssen es niemand anderer tun. Geben Sie dieses Lachen weiter und ich habe die große Freude gehabt, den Patch Adams persönlich kennenzulernen. Genial gespielt von Robin Williams und wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich den Film an. Da steckt so viel Lebensenergie drinnen, so viel Kraft, so viel Motivation. Und einen Satz gebe ich Ihnen zum Abschluss mit. Abgesehen davon, dass unser Herz immer viel schneller ist als unser Hirn. Der hat nämlich gesagt, das Revolutionärste, was ein Mensch heute tun kann, ist öffentlich glücklich zu sein. Das wünsche ich Ihnen von Herzen und eines wünsche ich, bleiben Sie gesund und viel Vergnügen. Okay.
Lieber Herr Kollege, lieber Dr. Roman Scheliger, wie immer eine Freude gewesen, ein Fest gewesen, dich dabei zu haben. Du hast uns Humor näher gebracht. Wie hat es dir gefallen, der du gerade zuschaust? Bitte kommentiere doch hier. Und wenn du auch das nächste Mal wieder dabei sein möchtest, wenn es um gute Themen geht, gute Performance auf der Bühne mit sinnvollen Inhalten, hier klicken, Gedanken tanken, gucken.